Bitte versuchen Sie noch nicht aufzustehen. Was ist passiert? Sie lagen im Koma. Können Sie sich an Ihren Namen erinnern? Nein. Doch. Ich bin Tessa. Gut. Wissen Sie, was passiert ist? Mein Schädel dröhnt so. Hatte ich einen Unfall? Ja. Erinnern Sie sich daran? Nicht genau. Ich weiß noch, dass ich aufgewacht bin. In der Schlafkapsel. Dann erzählen Sie mir alles, woran Sie sich erinnern. Von Anfang an. Ich habe gefroren. Das war das Erste, was ich bemerkt habe. Da war mir schon klar, dass etwas nicht stimmte. Tag 1, der Unfall. Es reagiert nicht! Oh, was? Mark, wo bist du? Hier stimmt was nicht. Sind wir abgestürzt? Oh, jeder Knochen tut weh. Seine Schlafkapsel ist leer. Wahrscheinlich ist er nach dem Absturz vom System geweckt worden und ins Cockpit gestürzt. Er hätte mich ruhig auch wecken können. Ich sollte nach ihm sehen und... Au! Verflucht, ich hänge fest. Nur mein Arm ist frei. Ich finde die Dialoge wieder sehr geil, ja. Oh, ich hänge fest. Nur mein Arm ist frei. Diese Hinweise. Ja, egal. Leute, hallo. Es ist mal wieder soweit für so ein Spiel. Ich weiß gar nicht, hatte ich schon mal. Das ist ein Click and Point oder Point and Click, wie ihr wollt. Hatte ich sowas schon mal? Ich glaube schon. Ich habe die früher sehr gerne gespielt. Gibt's richtig gute dabei. Moment of Silence und sowas. Da gibt's gute Sachen. Aber die sind alle nicht sehr gut gealtert. Aber ich habe gedacht, gib mir mal wieder so eins. Da bin ich auf Steam auf das hier gestoßen. Und habe gedacht, ja, könnte ja unterhaltsam werden. Und mehr weiß ich über das Spiel nicht. Es heißt Monolith. Und ist so ein Sci-Fi-Adventure. Point and Click. Na gut, schauen wir mal, den Rest finden wir eh raus währenddessen. Spielen wir weiter. So, was war das Tutorial? Nee, braucht man nicht. Ach, du kannst hier die Hotspots einblenden. Okay. Da ist der Bezug aufgerissen. Das Schaumstoffpolster liegt frei. Oh, da ist der... Ich habe ein großes Stück herausgezogen. Nee, da ist der Bezug aufgerissen. Ein Schaumstoffstück liegt frei. Ich habe ein großes Stück herausgerissen. Das ist so richtige NPC-Sprache. Scharfkantig und spitz. Ich muss vorsichtig mit dir umgehen. Aber erstmal in die Hüfte gesteckt, die Niere abgeschnitten. Ah, scharfkantig und spitz. Inventar. Du kannst Inventargegenstände auch innerhalb des Inventars kombinieren. Nimm dazu einen der Gegenstände auf und klicke links, wenn du ihn über einen anderen Gegenstand hältst. Die Reihenfolge ist unwichtig, okay? Also, wo ist Inventar? Auf I oder das hier? Ach so. Linke Maustaste gedrückt? Nee, so. Ach so, okay. Ja, das klappt. Damit kann ich sie gut festhalten, ohne mich zu schneiden. Yeah. Und damit können wir sicher den Gurt aufschneiden, oder? Ja. Na komm schon, ich muss hier raus. Endlich.
ist jetzt auch... Lass mal rein in den Raumanzug. Ist das alles eisig. Ja, sehr kalt. Deswegen friere ich so. Die Stickstoffleitung ist gerissen und vereist alles. Ich bin entschieden zu falsch angezogen. Kalt ist mir schon genug. Das verschieben wir auf später. Mark? Tessa an Cockpit! Mark, hörst du mich? Tessa an Cockpit! Keine Antwort. Entweder ein technisches Problem oder Mark ist... Ich muss schnellstens ins Cockpit. Ah, es ist so kalt. Bewegung, klick auf... Ja, das sollte man wissen. Ich will mich aber erstmal umschauen hier. Weil mal klicken ist rennen. Oh. Da. Ja, da kann man immer mal gucken, wo was ist. Das ist die Leitung zu einem Tank, in dem Kälteflüssigkeit gefiltert wird. Das Rohr muss beim Aufprall gerissen sein. Das Sieb könnte nützlich sein, auch wenn es demoliert ist. Jetzt mal ernsthaft, hat die Nachrichten vorgelesen, die Synchronsprecherin hier. Das ist, zeitweise klingt das wie die Babsi mit ihrer, wie nennt man das, Kommentatorenstimme. Das ist Marks Kälteschlafkapsel. Scheint intakt und unversehrt zu sein. Aber keine Spur von ihm selbst. Okay, hier waren wir schon, Sabotagebehälter. Darin befindet sich ein Desinfektionsmittel, das wir vor dem Kälteschlaf auftragen müssen. Leicht entzündlich. Ich kann froh sein, nicht als menschliche Fackel aufgewacht zu sein. Alter, das ist schlimm. Ja, das werden wir schon irgendwie durchstehen. Verflucht! Das sieht schlimmer aus, als ich erst dachte. Abgestürzt? Warum? Der Steuerungscomputer hätte das doch in jedem Fall verhindern können. Wenigstens qualmt es hier vorne nicht so stark. Mark und ich bekommen das wieder hin. Sicher. Wir müssen es hinbekommen. Mark? Trümmer blockieren das Cockpit. Vielleicht ist er verletzt und darin eingesperrt. Würde erklären, warum er sich nicht meldet. Okay, Tessa, was tun? Außen entlang vielleicht? Ich weiß schon, warum die in dem Schiff ist und warum die abgestürzt ist. Jemand hatte keine Lust auf den Laberflech. Oh, zerstörte Konsole. Die Konsole ist kaputt. Ich glaube, ich weiß, wie ich sie reparieren kann. Aber nur im Anzug, sonst rüste ich mich. Ja, okay. Nur wenn du den Anzug anhast. Eine Kiste. Eine Kiste. Standardfarbe, Standardgröße, Standardfüllung. Leer. Oh. Viel Metallschrott. Da müsste doch etwas dabei sein, das ich gebrauchen kann. Ein dünnes, spitzes Metallstück, ein paar Bolzen. Ich nehme alles mit. Natürlich, wenn du mit deinem Raumschiff abstürzt, steckst du erstmal alles an Trümmerteilen ein, die dort rumliegen. Wer kennt's nicht, ja? Ach du Scheiße, ich bin überfordert. Die Kabel sind gerissen und nicht mehr isoliert. Da muss ich aufpassen. Wer hätte es gedacht? Rohrleitung. Diese Rohrleitung befördert den Stickstoff, der auf der anderen Seite den Spind vereist. Er wird hier über ein Ventil geregelt. Ja, und das ist das Ventil. Das könnte den Stickstoff gestoppt haben. Aber da gibt's aus der Sparte gibt's auch richtig gute Spiele hier. Zum Beispiel Runaway von Pendulo oder ja, Pendulo Studios. Oder Siberia. Die waren auch ganz toll. Sind schöne Sachen. Verschlossen. Vorne sieht man eine Öffnung für einen fast runden Schlüsselaufsatz. Wow. Wir brauchen einen fast runden Schlüsselaufsatz. So, Kartenlaser, hier Isolierung. Vielleicht können wir da ein Stück rausschneiden, für was auch immer. Die Hülle ist gerissen. Ich kann Isolierungsfolie sehen. Aber so einfach rausholen kann ich sie nicht. Nimm doch ein Trümmerteil und schneide es heraus. Der Kartenlaser für die Frachtraumtür.
Ich brauche eine Identifikationskarte dafür. Alter, die haben euch losgeschickt wie die Friseure. Der Rest ist unbrauchbarer Schrott. Das hatte ich schon. Haben wir denn alles jetzt hier? Nee, hier, zum Cockpit. Ha! Fast wie Konfuzius sagt. Die Frau, die den Berg abtrug, war dieselbe, die anfing, kleine Steine wegzutragen. Wenn sie könnte. Die Dinger sind zu schwer, um sie einfach wegzuschaffen. Ich muss außen entlang zum Cockpit. Entschuldigung. Entschuldigung, junge Dame, ich habe es vergessen. Der Kartenleser für die Frachtraumtür. Ich brauche eine Identifikationskarte dafür. Wir haben doch hier das abgedreht. Da ist doch jetzt kein Eis mehr, bestimmt. Verdammt! Er war zu lange der Kälte ausgesetzt. Das Eis verhindert, dass ich ihn öffnen kann. Einfach so wird er nicht auftauen. Grauenhaft, wir werden hier niemals rauskommen. Okay, Metallbolzen. Vielleicht können wir uns einen Helm bauen, oder? Nein. Das Sieb hat bereits Löcher. Okay, so wird es nicht gelingen. Was könnte man tun? Eine Kryokapsel. Das ist Marks Kälteschlafkapsel. Aber er ist nicht drin. Scheint intakt und unversehrt zu sein. Aber keine Spur von ihm selbst. Er wurde entfernt. Fresh-Anlage. Tessa an Cockpit. Mark meldet sich nicht. Ja, das Cockpit ist leider verschüttet. Was ist denn das? Eine Metallstange, die sich gelöst hat. Ich komme nicht ran. Wow, das hättest du aber auch vorher wissen können. Haben wir irgendwas? Nee. Wir können ein Sieb drauf werfen. Ja. Nein, zu kurz. Oh. Machen wir eine Teleskop-Eisenstange aus den Bolzen. Das führt zu nichts. Ich befürchte, wir werden hier sterben. Rohrleitung. Es entweicht kein Stickstoff mehr. Das kann von mir aus auch so bleiben. Okay, das gefällt mir. Aber irgendetwas habe ich übersehen. Was ist damit? Zerstörte Konsole. Die Konsole ist kaputt. Ich glaube, ich weiß, wie ich sie reparieren kann. Aber nur im Anzug, sonst röste ich mich. Oh, Mädel. Wir haben... Ha, oh, komm. Fast wie brich. Ich muss auch... Nein, du wirst das nicht nochmal erzählen. Frackteile. Tür geht nicht auf. Das ist die Tür zum Frachtraum. Aber sie öffnet sich nicht. Ich brauche einen anderen Weg nach vorn. Hä? Warte einmal, ich muss das erstmal rekapitulieren in meinem Hirnstamm. Der Rest ist unbrauch. Nicht reden. Metallbolzen, vielleicht da rein? Nee, in den Funken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie das ausgeht. Und hier werde ich weit und breit keinen Friseur finden, um meine Haare wieder zu glätten. Nee, dann musst du Glatze schneiden, da hast du kein Problem mit den Haaren. Gott. Diese Klappe, kann man dieser... Moment. Keine Chance. Ich brauche den Schlüssel. Verdammte Hacke. Würde ich es angehen. Hier ist auch eine Tür. Es guckt kein neugieriger Nachbar rein. Aber ich sollte zuerst einen Raumanzug anziehen, solange ich nicht sicher sein kann, dass die... Er ist im Spind neben den... Ich weiß. Jetzt hör auf, da immer rumzuhacken drauf. Immer darauf herumzuhacken, so rum. Aber ich bin gerade etwas...
etwas dumm. Wie soll ich an diesen Kackschlüssel rankommen? Behälter. Können wir das aufbrechen vielleicht? Nein, mit dem Sieb. Sieht aus wie eine Schüssel, ist aber ein Sieb. Wow. Du bist ganz heller Stern. Er hat einen Öffnungsmechanismus. Ich muss ihn nicht kaputt machen. Wenn ich den Hebel ziehe, fließt das Zeug auf den Boden. Mach. Darin befindet sich ein das... Mach Wenn doch mal. Wenn ich den Hebel ziehe, fließt das Zeug auf den... Sie will nicht. Die Eisschicht ist zu dick und zu fest, um sie wegkratzen zu können. Dann puste darauf. Was ist denn mit dir los? Aufgepasst, wir brauchen Desinfektionsmittel. Er hat einen Öffnungsmechanismus. Ich muss ihn nicht... Ja, es ist schwierig. Das ist Marks Kälteschlafkapsel. Wir müssen diese Hotspots, die kann man mit der Leertaste auch anzeigen, diese Hotspots finden, wo man Zahnräder hat oder so. Da kann man irgendwas drehen und wenden, meistens. Nee, das hat man schon. Vielleicht so. Die Eisschicht ist zu dick und zu fest, um sie wegkratzen zu können. Verdammt! Er war zu lange der Kälte ausgesetzt. Das einfach so wird er nicht auftauen. Wir brauchen was, wo wir... Das ist ja leicht entzündlich hier, das Desinfektionszeug. Wir brauchen einen Behälter. Nein. Das Sieb hat bereits Löcher. Kann man das Sieb irgendwie abdichten? Nein. So? Oh, sie wollen es nicht. Ja. Die Kabel sind gerissen und nicht... Halt doch mal die Pappen. So, danke fürs Reinschauen, Leute. Das war's erstmal mit dem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Wir kriegen ja noch... Ach, wir brauchen Schlüssel. Ja. Schlüssel brauchen wir da. Hier, wir brauchen... Ich bilde mir ein, wir brauchen das Sieb. Irgendwas rein. Nein. Das Sieb hat bereits Löcher. Irgendwas rein und dann mit dem Desinfektionszeug das Aufschmelzen des Eis. Aber jetzt kommt's. Die tut es nicht. Darin befindet sich ein Desinfektion... Die erzählt mir... Wenn ich den Hebel ziehe, fließt... Ihr erzählt mir ja einen vom Pferd. Die Kapsel, das wissen wir ja, Sprechanlage geht nicht. Gleich diese Stange noch, aber da kommen wir nicht ran. Eine Metallstange, die sich gelöst hat. Ich komme nicht ran. Braucht man irgendwas, wo wir uns draufstellen können? Auf Sieb? Hätte ich gedacht. Nee. Und aus dem Metallbolzen eine Leiter bauen? Geht das? Nein, zu kurz. Bist aber auch widerspenstig. Nein, zu kurz. Kann man hier hinten weitergehen? Nö. Ja, wie machen wir das denn? Lass mich überlegen. Das kriegen wir nicht auf. Die Stange bringen wir nicht runter. Sprecher, dann geht nicht. Das kriegen wir nicht auf. Ich würde sagen, durchgespielt, oder? Kiste.
Leicht Isolierung. Oh, ich klicke ja mal aus dem Bildschirm raus. Klicke mal auf der Wand rum. Manche Dinge muss man erst richtig kaputt machen, bevor man sie reparieren kann. Doch gewusst. Und jetzt Isolierfolie in das Sieb. Fertig. Ich habe im Laufe der letzten Jahre ziemlich oft Schüsseln improvisieren müssen. Und das ist meine zweitbeste, würde ich sagen. Wow, so eine tolle Schüssel. Okay, jetzt Desinfektionsmittel da hinein geben und dahin. Damit sollte ich das Desinfektionsmittel auffangen und transportieren können. Aber wie können wir es entzünden? Verdammte Hacke. Wir gehen zu diesen Funken. Wir nehmen das Desinfektionsmittel. Oh, das hat besser funktioniert als erwartet. Endlich etwas Wärme. Fast zu viel. Ja, weil du verflucht, brennt das in den Augen. Das brennt in der Tasche. Bist du blöd? Oh Gott. Damit kann ich die Eisschicht hoffentlich abtauen, wenn das Brennmaterial reicht. Ha! Es funktioniert! Ja, klar reicht das, das ist ja geskriptet. Jetzt gehen wir da rein. Und machen es auf. Die in einen Raumanzug an. Was für eine Wohltat. Endlich wieder mollig und warm. Jetzt können mich fremde Planeten nicht mehr erschrecken. Zumindest ihre Kälte nicht. Den Helm ziehe ich erst auf, wenn ich rausgehe. Da ist was in den Taschen. Ein Schlüssel, Streichhölzer und... die Identifikationskarte unserer Firma. Aber darauf steht der Name Melissa Luna? Wer soll das denn sein? Aber das Foto bin eindeutig ich. Die Firma schickt Raumschiffe in die Tiefe des Alls, aber druckt den falschen Namen auf meine ID-Karte? Kein Wunder, dass ich Bruch gelandet bin, wenn sie nicht mal das hinbekommen. Bevor ich weiter nach Mark suche, sollte ich meine Erlebnisse als Logbuch auf meiner ID-Karte festhalten. Schreib das Havarieprotokoll der IMC vor und eine Havarie ist es offenbar. Ich benutze die hier. Wow, sie ist fertig mit Reden. Du kannst das Logbuch an der rechten unteren Seite öffnen. Oder LQ Alt. Um die bisherigen Ereignisse nachzulesen. Komisch. Das sind ungefähr meine Daten. Es passt fast alles. Beim Geburtstag ist jede Zahl um eins verschoben. Einen Tag, einen Monat, ein Jahr. Aber die biometrischen Daten passen. Dann ist sicher das Bild falsch. Und das andere ist Zufall? Mir sagt der Name jedenfalls nichts. Verwirrend. Mir sagt der Name auch nichts. Es ist sehr verwirrend. Oh Gott, unbekannter Planet, unbekannte Zeit. Ich bin Tessa Carter, Expeditionsleiterin bei der Intergalactic Mining Corporation. Meine ID-Nummer beginnt mit 24-1. Weiter kann ich mich nicht erinnern. Unser Schiff ist abgestürzt und ich habe nur bruchstückhafte Erinnerungen. Auf der ID-Karte, die ich in meinem Anzug gefunden habe, ist eindeutig mein Foto zu sehen, aber der Name drauf ist Melissa Luna. Ich kenne diesen Namen nicht. Ich benutze sie trotzdem mit dem Logbuch, weil ich sonst keine Aufzeichnung machen könnte. Okay, das ist ja im Großen und Ganzen das, was sie gerade erzählt hat, die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass ich das weiterlesen muss. Mark Bennett, der Pilot, ist nirgends zu finden. Ja genau, das wissen wir doch alles. Ich kann mich damit jetzt nicht aufhalten. Planet untersuchen, Mark finden, Schiff reparieren, überleben. Darum geht es. Konzentrier dich, Tessa. Das wird eine wilde Zeit.